verzweifelt. Wurde auch Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau ein Mordschaos verursacht. Was das wert? Adler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt. Nice. Nice Scheiß. Das war mal richtig nice Mission. Richtig, richtig krass. Alter Verwalter. So. Na. Ah ja. Das ist es. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba. Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team. Regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. Hallo. Ja gut. Dann quatschen wir noch ein bisschen. Woods, komm da drüben nicht auf dumme Gedanken. Ich geb dir meine sicher wie Scheiße Garantie, Hudson. Okay. So, wähle die nächste Mission an der Beweistafel aus. Mach mal, aber ich möchte noch ein bisschen. Sind Sie verfügbar? Bereit? Siehst so aus. Ja. Sieh dir das an. Ist das the final mission? Verdammt. Nicht übel. Genau nach meinen Spezifikationen? Halbe Sachen machen wir hier nicht. Sehr schön. Damit werde ich wem den Tag versauen. Nicht. Wie wär's unterwegs mit einem Happen zu essen? Hm? Und selbst aufzutanken. So, okay. Dann kommen wir mal. Hallihallo. Aufgepasst. Es ist Adlers Schützling. Bell. So, kennst du Fidel Castro persönlich? Ist das jetzt dein Ernst? Das ist ein heikles Thema. Nein. Moment mal. Lass mich das klarstellen. Da haben wir's. Ja. Castro und mich verbindet eine blutige Geschichte. Ich hatte Gelegenheit, ihn auszuschalten, aber die Aufklärung war Mist. Das sorgte für mächtig Ärger mit den hohen Tieren in DC. Sollte Perseus mit Castro unter einer Decke stecken? Und sollte Hudson eine meiner Kugeln in Fidels Kopf finden? Nun, dann nenne ich das Kollateralschaden. Unter 5 Minuten hat er eine Schimpftirade erwartet. Nice. Wart ihr auch bei der Jagd auf Perseus in Vietnam dabei? Nein, wir waren in Khe San hinter einem anderen Spion her. Richtig. Unser Team stand nach der Landung in Hue direkt neben Adlers. Damals hatte ich zum ersten Mal das Pech, Hudson zu treffen. In all den Jahren hat sich nichts geändert. Er hat immer noch die Ausstrahlung eines nassen Handtuchs. Okay. Ihr seid Legenden. Es ist eine Ehre, mit euch beiden zu dienen. Hörst du das? Wir sind scheiß Legenden. Ja, wo immer wir auftauchen, wird's laut. Hör doch bloß auf mit dem Scheiß. Du warst nicht gerade beeindruckt in Fake Town USA. Oder redest du jetzt von Mason? So wahr ich hier stehe. Woods, Hudson scheint sich Sorgen um dich zu machen. Willst du mir irgendwas sagen? Du klingst auch beunruhigt. Wenn du gerade nett sein willst,
stellst du das nicht sehr geschickt an. Oha. Alles nur Spaß. Er sollte beunruhigt sein. Er wirkt trotz der Tragweite dieser Mission so gelassen. Du hast dich mit Adler beim KGB eingeschlichen, die Datenbank gehackt und bist heil wieder rausgekommen. Und ich gehe mit meinem Kumpel hier. Wenn ich Perseus wäre, würde ich mich in die Hügel verziehen. Und ich würde einen Mörserangriff auf den Hügel fordern. Okay. Fühlt sich an, als hätte diese Perseus-Mission vor einer Ewigkeit begonnen. Für Adler ist das der Höhepunkt einer 3 Jahrzehnte langen Verfolgungsjagd. Er wird es bei dieser Mission super genau nehmen. Du solltest konzentriert bleiben und lass die Nostalgie. Ich bin konzentriert. Ich tue das für Sims und Adler und für mich. Gut. Dann bist du bereit. Ja. Bis später. Ja. Bis später, Bell. Jo, genau. Hallihallo. Augenblick. Mach's kurz, ich hab zu tun. Die Infiltration der Lubjanka lief gut. Das stimmt. Unser Kontakt hat richtig gut geliefert. Was dich angeht, es wird allgemein erwartet, dass du alle Erwartungen übertriffst. Also aus der Tiefe meines Arsches. Willkommen im Team. Oha, wie nett. Hast du Bedenken, Woods bei dieser Mission einzusetzen? Ich bin nicht der Typ, der seine Meinung über Teammitglieder mit Untergebenen diskutiert. Sonst... 3 Jahrzehnte, Peanuts, genau. Was, wenn wir eine scharfe Atombombe in Kuba finden? Plan A ist Agent Azulai. Wir haben Lazar nicht wegen seines Charismas ausgewählt. Entschärfung ist seine Spezialität. Falls er sie nicht entschärfen kann, schafft ihr die Atombombe trotzdem da weg. Ah, packt Ersatzhosen ein. Oha. Müsste unser Einsatzteam nicht größer sein? Negativ. Selbst bei dieser Größe könnte Perseus uns wittern und versuchen, den Standort zu wechseln. In diesem Fall sind weniger mehr. Aha. Okay. Wir befinden uns an der Schwelle eines Atomkriegs, also sollten unsere Informationen besser stimmen. Sie sind so gut, wie sie nur sein können. Die Geheimdienste versuchen seit Jahren, den genauen Standort von Perseus ausfindig zu machen. Dieser Typ existiert zwischen den Zeilen der Geschichtsschreibung. Nichts würde mir ein größeres Lächeln ins Gesicht zaubern, als dass du ihn persönlich erledigst. Okay, danke. Der Projektor steht in der Ecke, falls du dir die Einzelheiten nochmal ansehen willst. Och du. So, okay. Noch jemand in der Rot-Dingskammer? Nein. Ah ja. Das kennen wir ja alles. Ah ja, okay, alles klar. So, wo sind denn die anderen jetzt auf einmal hin? Ah, da. Da ist Dings, hier ist Park. Oh, wo kommt man zu Park? Ja, gar nicht anscheinend. Die wollen nicht mehr mit uns quatschen. Ja. Okay, dann wollen wir auch nicht mit euch quatschen. So. Edgy Badge. Badgy Edge. Kriechen sich einfach da. So, gut. Okay, dann, wo ist denn mal... Ah ja, hier. Da war da noch was? Nee. So. Franz Kraus. Nächste Mission, Endstation. Weise untersuchen, Foto von Perseus, Brief von Emerson Black, Foto von Trabzon Flugplatz, einige blutige Akte, Foto einer Atombombe, Ausdruck von Operation Greenlight,
Yamatau-Hauptrechner bricht. Ich kenne die Identität von Schläfern. Ja, da haben wir schon einiges. So, Mission starten. Machen wir. So. Hastings hat Salt Lake City verlassen. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dorthin gebracht. Langley glaubt, Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu wird es nicht kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Nice. So. Endstation. 30 Meilen südlich von Havanna, Kuba. 13. März 1981. Adler ist spät dran. Nein, Schatz, wir sind früh. Adler sollte hier jeden Moment... Park, wir sind in Position. Bestätigt. Rücken vor zur Flanke. Jawollo. An alle Teams, wir gehen schnell und entschlossen vor. Findet Hastings, sichert die Bombe und dann nichts wie raus. Woods, reiß den Laden nieder. Wird ja auch Zeit. Los, los, los! Oh mein Gott. Nach dir, Bell. Sind in Bewegung. Bastarde getan. Ihren Job erledigt. Okay. Was für eine Scheißbelohnung.
Sie haben Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer, Park. Es ist plötzlich so leise. Aufpassen. Kontakt! Drecksack. Da hat sich hier Dings. So geht's ja nicht. Verbarrikadiert. Arschloch. Wow. Das war nicht so gut. Näherungsmine. Ach Scheiße, haben die auch noch. Okay. Ah ja, okay. Verstehe. Donner Granada! Alle noch da? Bell, such nach Mine. So. Da. Oha. Okay, da kommen ein paar Leute. Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Danke, Park. Weitersuchen. Da, stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und... Heilige Scheiße! Jemand tötet die Wissenschaftler! Stock, Raum 27B. Okay.
mittlerer Raum. Nach oben. Bewegung. Wir sehen uns dort, Mark. Plump, aber wirkungsvoll. Kannst deine Augen nicht von mir wenden, was? Was ein Charmeur. Bell, setz das C4 ein. Okay. Adler, wir rücken in den ersten Stock vor. Wir sind festgenagelt. Wir kommen nach. Okay. Protegen el laboratorio. Rücke vor. Weiter geht's. Los. Weiter geht's. Sie haben sich verschanzt. Sie müssen nah dran sein. Wir gehen rein. Lazar, die Tür. Okay. Bell, such den Raum ab. Hastings, reden Sie. Perseus war hier. Hat geschossen. Ist entkommen. Perseus würde seine Bombe nie zurücklassen. Er hat uns gezwungen, die Zündungscodes zu rekonstruieren. Oh nee. Er hat so vollen Zugriff auf Greenlight. Was? Perseus kann also mehrere Atombomben in ganz Europa zünden? Tut mir leid. Hastings, bleiben Sie wach. Wie viele Greenlight-Bomben kann Perseus mit diesen Codes zünden? Er kann sie zünden. Allesamt. Oha. Er wird halb Europa auslöschen. Und es den USA anhängen. Wir müssen dieses Arschloch Perseus finden. Zeit zu gehen, nicht? Kontakt! Da kommt ein Heli! Oh. Das muss Perseus sein! An alle Teams! Rauf aufs Dach! Bewegung! Bewegung! Ach Mist! Oh mein Gott! Mein Gott! Ich bin tot! Sei zu gehen, nicht? Schießdeckung! Kontakt! Da kommt ein Heli! Das muss Perseus sein! An alle Teams! Rauf aufs Dach! Bewegung! Bewegung! Adler! Massenweise Verstärkung greift diese Anlage an! Bin in Bewegung! Scheiße, die sind weg! Gesichert! Aus dem Weg! Adler, ich hab ein VIP gesichtet. Glückliches Dach. Vielleicht Perseus. Er steigt in einen Heli. Haltet ihn auf! Das Fenster! Das Fenster! Bell, los geht's! Bewegung! Scheiße! Der Heli ist entkommen! Vergiss Perseus, wir haben größere Probleme! Wir stecken hier fest. Wartet nicht auf uns. Nicht Kontakt bestätigt. Ich bin auf deiner Seite. Ja, ja. Verschränkt die Arme und den Rücken gegen den Wind. Ankunft in zwei Minuten. Mann,
Kaum noch Munition. Weißt du was, Lazar? Ich glaube, ich wäre jetzt bereit für diesen Job. Keine falschen Versprechen, Park. Aber nicht zu gefährlich, bis sie hier ist. Ich will einen richtigen Drink. Bereithalten. Sie kommen. Sich zu kämpfen. Guten Team, hier ist Skyhook. Aber zu dem Glück wie die Hölle. Kann mir helfen. Lass uns helfen, Skyhook. Bestätigt. Hilfe ist unterwegs. Volltreffer. Bestätigt. Wir räumen jetzt das Dach. Gute Wirkung. Verstanden, Skyhook. Ich sehe das Flugzeug. Park, wir müssen uns in das Seil einhängen. Jetzt! Okay. Wir machen das nacheinander. Val, kling dich ein. Wir geben Deckung. Los! Okay. Hä? Das hier? Wir haben nicht viel Zeit. Val, beeil dich. Wir müssen da einhängen. Also. Entschuldigung. Scheiße. Oh nein. Das musste so sein, oder? Meine Beine! In T-10. Komme nicht! Ans Geschirr! 7, 6, 5,